Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Alter, der Naboo hier, der kostet einfach 1500 Punkte. Läuft bei dem. Na, schaffe ich es diese Runde über 2000 Punkte? Weiß ich nicht. Ja, bisher hatte ich ja nicht so viel Glück. Wie hast du dann bitte den B2-Kampfdruiden bekommen? Der kostet nur 600 oder so. Nein, der kostet 2000. Och. Wo das denn bitte? Der B2-Kampfdruide mit Raketen kostet 2000. Der B2 in der richtigen Kampfversion kostet 3000. Aha, na, wie auch immer. Aber ich hatte in der Endwertung nur 2400 Punkte. Ja, das sind aber nicht deine Battle Points. Was auch immer. Aber nicht mit uns. Erste Welle ist gescheitert. Aber jetzt ist ein schwer gepanzerter Multitruppentransporter zum Verlassen unterwegs. Wir müssen ihn mit Ionendisruptoren ausschalten. Gelingt uns das nicht? Tja, dann sinken unsere Chancen. Erstmal schon mal die Druiden ein bisschen unter Feuer genommen. Gestartet, gestorben. Du lebst noch! Oh ja. Ich hatte nur ein HP. Kann sein, dass es ein Sniper war. Ja! Natürlich. Achtung, hier läuft einer rum, der will direkt nach hinten durchlaufen. Aha. Also einmal von hinten, dann euch rumlaufen. Achso, du bist eh tot, ja gut. Was? Noch nicht. Hä? Ja, ist No-Name. Nein, bin ich nicht. Weißt du, es kommt immer der Satz, ah, da ist No-Name und schon stehe ich unter Beschuss. Fressgranate. Aufgepasst! Wovon wurde ich denn jetzt erwischt? Granaten. Ich stand hinter einer Ecke. Nee, es war keine Explosion in der Nähe. Ah. Oh. Ich glaube, das war der Schwert. Oh, dieses Spiel ist so deprimierend. Ich will den Naboo-Jäger. Wenn sich sowas spielen kann, dauert das Jahrzehnte. Sind wir schon wieder. Ach, da hat er schon einen. Alter, wie kommt er denn so schnell an die Scheißpunkte? Okay, wenn ich besser spielen würde, würde das auch bestimmt gehen. Ich renne einfach. Ich renne einfach. Ihr trefft mich nicht, ich renne zu schnell für euch. Bin zu schnell, als dass ihr mich treffen könnt. Nein, ihr könnt mich nicht töten. Ich renne viel zu schnell für euch. Das wünschst du dir offenbar, oder? Also, ich bin durchgekommen. Erstaunlicherweise. Vielleicht sollte ich mich nicht darauf konzentrieren, Feinde zu beschießen, sondern einfach nur rennen. Ja, was ist denn dann dein Ziel? Überleben. Tolles Ziel! Nein, verdammt! Und siehst du, ich versuche Feinde zu beschießen und tot. Ich sehe noch nicht mal was und dann kam irgendwann der Kommandorin, weil er endlich gemerkt hat, ach, der sieht ja gar nichts mehr. Jetzt hätte ich die Punkte für den Naboo, aber der ist voll. Menno! Ich könnte nur einen Walker. Ich will ständig zu diesen Aufsammeldingern hinrennen, aber ich komme nicht hin. Werd immer 10 Kilometer davor abgeschossen von allem möglichen, was am anderen Ende der Map steht. Ist 3 Minuten und der MTT ist fast schon bei der Hälfte. Entweder sollte die Karte länger sein, oder der MTT langsamer, ist meine Meinung jedenfalls. Hallo, das No-Name. Nein, ich stehe schon wieder schwer unter Beschuss. Ich hoffe, sowas zu sagen. Aua! Aber ich sehe dich. Ja, egal. Dann tu es und halt die Klappe. Ich sehe dich auch auf der Minimap. Muss das jetzt die ganze Welt wissen? Ah, scheiße! Doch. Wieso laufe ich eigentlich immer in Gruppen von Kampfdruiden? Hey. Scheiße, ist dieser Disruptor weit weg. Okay, hey, der Typ hat einen Disruptor. Suche Kampfdruiden. Sieht einer Kampfdruiden? Mann, ich will doch nur Punkte, indem ich irgendwie einen Disruptor aufsammle oder. Und ich werde schon wieder von irgendwas beschossen, holy shit. Sieht wer was? Oh. Natürlich bin ich der. Nee. Dreckspiel. Alter, dieses dumme Gunship. Wieso kann das nicht einfach von mehreren Leuten benannt werden, das wäre viel cooler. Oh, diesmal bin ich wirklich ganz unten, da wo ich hingehöre. Das wäre viel, viel cooler.
Könnte einer sagen, flieg dahin, flieg dahin, flieg dahin. Alle anderen Menschen auf dieser Welt sind viel zu overpowered für mich in Shootern. Ist aber viel zu stark. Ja. Ja, es ist. Ich hab nen Disruptor! Das geht schnell. Ach, das war ein Panzer. Wollten sich den Panzer verstecken. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Feuer! Ich hab's immerhin abgeschossen. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Das hat bis jetzt kein anderer hingekriegt. LAD. Ah, verdammter Panzer! Kanonenboot. Wahrscheinlich werde ich auch innerhalb von 5 Sekunden zerstört. Zwei Panzer direkt nebeneinander. Wird wahrscheinlich auch innerhalb von 5 Sekunden zerstört werden, aber wird bestimmt. Ja, weil die LAD, weil die Panzer auf dich schießen wollen. Da. Ich sehe keinen einzigen Feind. Wo sind sie? Ich sehe No-Name! Selbst im LAC sorgt er dafür, dass ich gleich schon wieder sterbe. Die Schilde des Transporters brechen zusammen. Ich schieß mal drauf. Boah, ist das Dealen mit diesem Ding anstrengend. Der ist angeschrieben, das gibt's doch gar nicht. Gut, wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Ich hab hier ein paar Beispiele. Die. Und tot. Ich hab nicht einen gegnerischen Feind gesehen, ich bin doch tot. Ja, diese Panzer sind auch so fucking heftig. Feind hat soeben Wegpunkt Beta passiert. Tertiärposition. Sofort. Wir sind übrigens nicht im Aufnahmeraum. Ist mir egal, das ist Konferenzsaal, das passt irgendwie. Oh, ich kann direkt wieder ins LAT. Ja, das kostet halt nur 400 Punkte, ne? Ja. Ja. Haut mal einen Disruptor auf diesen Truppentransporter, damit ich immerhin irgendwas treffen kann. Weil das ist groß genug, dass ich es treffen kann. Tut mir leid. Ich bin gerade im Gefecht. Willst du mich verarschen? Der ist mir hinterhergelaufen? Ja, schon wieder tot. Ja, im Gunship siehst du auch relativ wenig und triffst auch relativ wenig. Ach, schon wieder. Hauptsache Gunship, ne? Ja, weil am Boden sterbe ich auch nur, also. Egal was ich tue, es läuft doch eh aufs Sterben raus. Gut. Sterben ist dein Hobby, ne? Anscheinend. Oder ist es Respawn? Warum nicht beides? Ja, das eine geht nicht und das andere. Oh, ist auch die nicht, Steuerung diese... Oh, geil, toll. Hier ist diese Steuerung im Gunship scheiße. Natürlich. Au. Ich hab einen Panzer eliminiert. Au. Alter, ist. Das ist so schlimm, dieses Ding zu steuern. So schlimm. Oh, ist das ekelhaft. Alter, au, au. Lasst mich leben. Ich seh No-Name. Oh, ich steh schon unter Geschoss. Ja, von dem Panzer. Nein. Auf den ich nicht schießen kann, weil dieses Gunship so elendig zu steuern ist. Granate reicht nicht, oder? Aber ich lebe immer noch. Da will anscheinend niemand auf mich schießen. Ja, weil du bist ja zu ineffektiv. Du kriegst ja nichts hin. Ich glaube, das wird nichts. Oh, ich habe einen Panzer zerstört. War keine Eliminierung, warum auch immer. Interessant. Vielleicht ist der Panzer auch einfach nur umgefallen, weil es jetzt keine Panzer mehr gibt. Aber ich sitze immer noch im LAT. Ich habe Schaden gemacht an Spielern. Interesting, dass ich immer noch im LAT sitze. Einartig. Bin ich schon drin? Holy shit. Ja, deshalb fliegst du wahrscheinlich auch gleich raus. Dann müsst ihr eigentlich bald einen Timer starten. Jetzt bin ich raus. Ich gehe voraus. Nicht identifizierter Feind trifft gerade ein. Au. Station wieder gesichert. Alter, ich hab da jetzt ein bisschen Vorarbeit geleistet. Komm, los, 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 halt sinnvoll. Ich nehm Wookie. Wookie! Ich tue ja das alles, was ich kann, aber es reicht nie. Jetzt sollen diesen dummen Bug fixen mit den. Nicht identifizierter
Feind auf dem Feld im Einsatz. Oh, toll. Wir kriegen ja so hart aufs Maul. Nee, echt, wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Kasse polieren. Widerliche Blendgranaten. Ja. Steuerung der Osttür wird aktiviert. Könnt die Überbrückung nicht stoppen. Und tot. Wieder gar nichts getroffen. Aber okay. Alter, Junge, es ist nur Pelp. Die Steuerung der Osttür ist gesichert. Alter. Fick dich, das ist der Fick dich, Palpatine. Kommst du auch einfach nicht mehr rein? Alter! Ach, es gibt noch eine Instanz? Ja. Sie dringen ein. Wir haben den Thronsaal abgeriegelt, aber sie werden versuchen, die Türen zu überbrücken. Haltet eure Stellungen, bis Verstärkung eintritt. Die Oxys! Die Oxys schon wieder! Mein Nemesis! Wir müssen zurück, bis Verstärkung eintritt oder jeder Droide da draußen schrottet. Brillant und simpel, was? Willst du mich verarschen? Wo kommen die denn her? Ich sehe No-Name. Ah, und ich sehe Palpatine. Auf den ich auch schieße. Hat noch nicht viel Wirkung. Boah, Junge, ey. Von wo werde ich denn jetzt schon wieder beschossen? Überlegener Verbündeter auf dem Schlachtfeld. Ich muss dringend mal die Empire Dwarf, die Republic Dwarf Folge hoch oder folgen. Bitte was? Ja, das Dings. Bums. Dings Bums. Die, Galaxis-Eroberung. Holy shit, das läuft hier gerade bei mir. Was ist los? Ach, mal, fuck! Ja, das ist es eben. Das läuft ja gerade mal! Ich hab immerhin 900 Punkte bekommen, bevor ich gestorben bin. Oh. Was, der darf. Palast darf nicht fallen. Ja, hehehe. Setz ein Orbitalsperrfeuer drauf. Dann fällt er nicht. Dann zerbricht er. Dann bekommen ihn auch die Separatisten nicht, das wäre ja irgendwie nett was. Alter, dieser Palpatine! Wie der einfach hüpf, 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 hüpf! Sie sind im Thronsaal! Für den Palpatine würde ich mir jetzt hier die Waffe der Separatisten da wünschen. Vader ist fast tot. Bum, bum. Das ist einfach nur ein so Beschuss da drin. Das glaubst du nicht. Ich laufe mal als Offizier rein. Mit dieser komischen. War das die? Ich hab keine Ahnung, was es bringt. Egal, ich mach's einfach mal. Ich bin bei dir, Bruder! Hallo, ich bin Offizier. Wir wurden alle für die Schlacht geboren. Was ist da? Wo ist der Feind denn? Ich sehe ihn nie. Geschütz aktiviert! Null Orientierung in diesem Spiel. Null. Null. Hauptsache null. Alter! Ja, mehr Punkte als null hab ich auch nicht verdient. Heldenhaftes Opfer. Spiel mal ein bisschen Offizier, mal gucken, vielleicht bringt's was. Oh, Darth Maul ist down. Der Palast darf nicht fallen. Los! Ja. Oh, ich habe über 4000 Punkte. Wie habe ich das denn geschafft? Weiß ich nicht. Weiß keiner. Das fragen sich alle nur. Separatistenanführer eingetroffen. Für die Ehre unserer Brüder. Ja, Separatistenanführer, da steht da. Ist auch gleichzeitig euer oberster Kanzler. Viel Spaß dabei. Fliegt ein Wookie tot durch die Gegend. Schön. Kommt ein Wookie geflogen, setz dich nieder auf deinen Schuss. Oh, die Oxys! Ich sichere mal den mittleren Durchgang. Ah. Ich lebe noch. Und tot. Ist doch egal, ich lebe noch. Ich hab dich auch nicht gesehen, dann lebst du natürlich noch. Ah!
Da kommt der Kampfdruide. Alter, Kampfdruide, super Kampfdruiden. Könnt ihr überhaupt hüpfen? Ihr seid super Kampfdruiden. Ihr habt nichts zu hüpfen. Gemeinsam, los! Alle nehmen jetzt irgendwas, was groß explodiert. Ja, ich baller auch nur Granaten rein und hoffe, dass ich irgendwas treffe. Nein, habe ich nicht. Natürlich treffe ich nichts. Warum denn auch? Das war's. Gefallen. Sie waren zu stark drin. Sie haben sich wahrscheinlich eben einfach nur gesammelt und wop! Es ist sinnlos. An alle Streitkräfte, setzt euch ab! Der Palast ist verloren. Nabu ist gefallen. Das gehört den Separatisten. Ich mochte den Planeten sowieso nie. Ich finde ihn schön. Ja, komisch, warum Palpatine da oben ist. Ich weiß es gar nicht. Oh, ich bin sogar gar nicht so weit unten. Das heißt, es sagt nichts Gutes über unser Team aus. Tja, damit war es auch schon wieder für diese Folge Star Wars Battlefront. Ja, die andere war ein bisschen länger, die hier ist ein bisschen kürzer, weil halt manche Karten dauern länger, manche dauern kürzer. Da kann ich jetzt nichts für. Sonst weil wegen ist so. Ja, weil wegen ist so. Lebt damit. Ich meine, das interessiert eh keinen. Weil guckt keiner. Naja, damit sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wiedersehen. Tschüss.